Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tales of Rain Ravine. Und es gibt jede Menge neue Informationen für euch. Als allererstes gehen wir dafür ein bisschen in den Freeriding-Mode und werden noch ein kleines bisschen mit der guten Rose hier uns begeben. Und was gibt es jetzt Neues? Als erstes können wir jetzt ganz klar sagen, eigentlich hätte schon die Version 0.4 da sein sollen, der neue Reitmodus, der auch jetzt dann einige neue Funktionen für die Zügel beinhaltet, aber das gab noch einige Probleme damit und deswegen wird die Version noch ungefähr 2-3 Tage dauern, bis die Version dann finally verfügbar ist. Doch jetzt zu den Infos, weswegen ihr wahrscheinlich auf dieses Video geklickt habt, denn es ist verfügbar, besser gesagt, wird in wenigen Tagen für euch verfügbar sein. Und was wird es sein? Ganz wichtig für euch, es wird nämlich jetzt eine kostenlose Testversion geben. Diese kostenlose Testversion wird für alle Leute verfügbar sein. Es wird eine kostenlose Demo geben. Bisher könnt ihr das Spiel nämlich nur spielen, wenn ihr das Ganze über Patreon unterstützt. Und mit der neuen Version könnt ihr das Spiel Tales of Rain Ravine dann auch so über diese kostenlose Version testen. Und was müsst ihr dafür tun? Wie könnt ihr diese Version bekommen? Darauf gehen wir dann jetzt ein bisschen ein. Momentan ist es so, dass ihr das Ganze über einen Patreon-Download runterladen könnt, wo die unterschiedlichsten Dateien hochgeladen sind. Und ich denke mal, dass es auch mit der Demo-Version dann ähnlich laufen wird. Die wird dann halt über die Social-Media-Kanäle, aktuell vermutlich dann eben Instagram oder sowas dann zum Download angeboten werden. Aber, und ich betone da aber, oh, ich schaff's einfach nicht hier gerade. Aber ich denke mal, das dürfte auch kein Problem sein, wenn ich einfach die Dateien, wenn es wirklich nur dort ist, auch nochmal andersweitig verfügbar mache. Das heißt, wir die ganzen Dateien einfach irgendwo hochladen, denn die Dateien sind ja dann frei verfügbar. Bisher könnte man das natürlich auch tun, aber würde natürlich komplett gegenüber der Urheberrechtssache dann eine starke Verletzung so sein und deswegen lade ich die ganzen Dateien noch nicht hoch, aber sobald sie als Demo verfügbar sind, denke ich mal, dürfte das da kein Problem sein, dass ich dann die Sachen für euch verfügbar mache. Also, wichtige Infos nochmal zusammengefasst, die Demo ist kostenlos, wird dann für alle von euch verfügbar sein, ihr könnt dann das, was ihr jetzt hier gerade seht, dann auch selber erleben, selber spielen. Wann wird das Ganze verfügbar sein? Da auch nochmal aufpassen, denn die Demo wird erstmal bis zum Ende, oh Gottes Willen, denn die Demo ist geplant, dass sie noch diesen Monat, also innerhalb der nächsten Woche verfügbar wird. Kann natürlich jetzt sein, dass es durch das neue Update sich ein bisschen verschiebt, aber auch als es bekannt gegeben wurde, dass das Update sich ein bisschen verschiebt, wurde eben direkt auch nochmal betont, dass eben die Demo-Version immer noch innerhalb des nächsten Monats kommen soll. Das wurde ganz klar gesagt, also ihr könnt euch darauf freuen, dass diese Demo-Version kostenlos für euch schon sehr, sehr bald verfügbar sein wird. Sobald sie verfügbar sein wird, bekommt ihr natürlich... Oh je, Mini, das ist wirklich richtig tricky, kann ich euch ganz klar sagen. Sieht leichter aus, als ihr vielleicht denkt. Aber ich kann definitiv euch sagen, die Demo-Version, sobald sie verfügbar ist, bekommt ihr natürlich auch hier die Info dazu. Und ich sage euch, wie und wo ihr die Demo dann komplett bekommen werdet. Was die Demo jetzt genau beinhalten wird, ob sie den aktuellen Stand auch beinhalten wird, kann ich euch direkt noch nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ihr definitiv hier die eigenen Sachen, die jetzt da sind, zumindest in einem gewissen Grad auch erleben und mittesten könnt. Ich bin gespannt, wie weit dann die Demo genau gehen wird. Aber ihr könnt euch schon mal drauf freuen, denn was momentan schon alles drin ist, spielt sich sehr, sehr gut. Und auch die Demo soll dann natürlich schon die ganzen Zügelsachen drin haben, die eben an denen gerade noch gearbeitet wird. Und das ist gerade noch so ein bisschen der Knackpunkt, der eben noch ein bisschen dauert. Und deswegen eben auch lässt die Demo-Version noch ein bisschen auf sich warten. Also, soweit zu dem ganzen Punkt, soweit zu der ganzen Sache mit der Demo-Version, die Version 0.4, an der eben gearbeitet wird, ist das vierte Update, also 0.4 ist die aktuelle Version. Wir nähern uns eben auch dann so langsam so der
Oh, das war knapp. Das war wirklich, wir hatten es fast geschafft. Nähern wir uns der 1.0er-Version. Hatten bisher eben 3 Updates. Aktuell sind wir auf dem 0.3-Update. Also die derzeitige Version ist 0.3 mit den neuen Sprüngen, mit dem Ganzen zusammen. Die nächste Version, die dann verfügbar wird, wird dann die 0.4er mit dem neuen Zaumzeug dann zusammen. Und dann auch nochmal ein paar weiteren kleinen Improvements. Das ist dann die 0.4. Also wir nähern uns so langsam der 1.0er Version. Aber es ist noch eine Weile hin, bis wir da 0.4 eben kommt als nächstes. Danach 0.5 irgendwann. Irgendwann dann in näherer Zukunft mal die 0.6er. Aber das ist alles noch ganz, ganz weit in der Zukunft. Bisher erstmal eben dann nur 0.4 als nächstes kommendes Update. Wenn ihr Fragen zur Demo habt, wenn ihr Fragen zu den ganzen Versionen habt, könnt ihr natürlich gerne das Ganze nochmal in die Kommentare reinschreiben. Die Demo ist natürlich erstmal jetzt nur für den PC ausgelegt, also da auch nochmal wichtig, also falls jetzt die Frage kommt fürs Handy oder sowas, nein, Demo für den PC. Und falls es da noch Fragen gibt, könnt ihr die natürlich gerne in die Comments schreiben und ich versuche sie bis zum nächsten Mal dann auch noch alle zu beantworten, sodass ihr alle auch rechtzeitig in die Demo reinschauen könnt. Und dann verabschiede ich mich hier, sage danke fürs Zuschauen und viel Spaß schon mal und freut euch drauf, nicht mehr lange ist es hin. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Want you, you, you want only you.